Hallo. Dieses Video erklärt, wie mit einer digitalen Unterschrift die Integrität einer Nachricht und die Authentizität des Absenders einer Nachricht sichergestellt werden können. Wir kennen bereits diese Animation. Alice und Bob wollen kommunizieren über das Internet und sie tun dies, ohne einen geheimen Schlüssel auszutauschen mit asymmetrischer Kryptographie. Wir haben gesehen, dass wenn jemand im Internet mithört, er daraus nicht schlau werden kann. Also mitlesen geht nicht. Dennoch könnte jemand die Nachricht verändern. Eventuell macht das dann keinen Sinn mehr, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur Zahlen überträgt, also eine Uhrzeit, könnte es sein, dass die jemand dann verändert. Ja, das wäre also möglich. Und es könnte auch passieren, dass jemand Drittes sich einschaltet und also eine Nachricht an Bob sendet und so tut, als ob er Alice wäre. Und auch jeder, der Zugriff übers Internet auf den öffentlichen Schlüssel hat, und das ist ja wirklich jeder, könnte also an Bob eine Nachricht schicken und die für ihn verschlüsseln, sodass nur er die entschlüsseln kann. Damit ist also dieses Problem noch nicht gelöst. Ja, wie kann man das nun sicherstellen? Wir wechseln mal in die Rolle von Alice und schreiben eine Nachricht. Treffen um 4 bei mir, schreibe ich gleich mal. Wir sehen, dass hier unten die Animation etwas erweitert wurde, im Gegensatz zu der ersten Version. Und wir sehen hier, dass bei diesem Hash-Wert, je nachdem, wenn ich also hier etwas schreibe, verändert der sich stetig. Das heißt, für jede Zeichenkette ergibt sich ein neuer Hash-Wert. Wenn ich jetzt hier etwas verändere, zum Beispiel ein Zeichen entferne, treffe mit einem F, dann sieht man, das ist also ein anderer. Ergänzt sich das, ergibt sich wieder der Hash-Wert für Treffen. Auch wenn ich ein anderes Zeichen schreibe, ist das hier noch nicht der richtige Hash-Wert. Ja, also Treffen um 4 bei mir. Jetzt kann Alice mit Bobs öffentlichen Schlüssel das also verschlüsseln, die Nachricht. Und auch jetzt ergibt sich für die verschlüsselten Zahlen ein anderer Hashwert. Den können wir aber hier kopieren als Signatur. Und jetzt wird's kurios. Alice benutzt jetzt ihren privaten Schlüssel, um diesen Hashwert der verschlüsselten Nachricht zu verschlüsseln. Beides, sowohl die verschlüsselte Nachricht als auch den verschlüsselten Hashwert, man spricht jetzt dabei von der digitalen Unterschrift der Nachricht von Alice, überträgt sie übers Internet an Bob und wir wechseln in Bobs Rolle. Bob hat nun also diese Nachricht empfangen, noch verschlüsselt, und er berechnet auf seinem Computer mit derselben Funktion, dass für diese Zeichen der Hashwert 2 sich ergibt. Und er weiß nun, dass Alice hier diesen Wert 18 als digitale Unterschrift geschickt hat. Und jetzt kommt's, wenn Bob mit Alice öffentlichen Schlüssel diese Signatur entschlüsselt, dann ergibt sich der Hashwert 2 und Bob kann so also überprüfen, dass mit dem privaten Schlüssel von Alice verschlüsselt die Nachricht auch 2 ergeben hat. Das heißt, die Nachricht, die er empfangen hat, ist dieselbe, derselbe Text, den Alice mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt hat. Nun könnte man sagen, na ja, das kann ja jetzt jeder diese Signatur mit Alice öffentlichem Schlüssel entschlüsseln. Ja, das stimmt auch. Das ist auch nicht schlimm. Das ist sozusagen nur der Nachweis von Alice, dass die Nachricht wirklich von ihr stammt. Und damit das dann noch keiner lesen kann, ist die Nachricht zusätzlich verschlüsselt. Das heißt, und das ist jetzt der bekannte Teil mit Bobs privatem Schlüssel, lässt sich diese Nachricht jetzt wieder entschlüsseln und Bob sieht also Treffen um 4 bei mir und er kann sich diesmal auch sicher sein, es ist wirklich um 4. Alice hat 4 geschrieben und es war auch definitiv Alice, die das geschrieben hat, denn niemand anders kann
mit seinem privaten Schlüssel diese Nachricht so verschlüsseln, dass sie sich mit dem öffentlichen Schlüssel von Alice korrekt entschlüsseln lässt. Das heißt, dieses Prinzip, dass immer nur die Schlüssel eines Paares zueinander passen und funktionieren, das ist hier in umgekehrter Reihenfolge angewandt, um festzustellen, dass eine Nachricht also wirklich vom Absender stammt und auch nicht verändert wurde. Damit erfüllt mit der digitalen Unterschrift in Kombination mit der Verschlüsselung die asymmetrische Kryptographie alle drei Anforderungen an eine private und sichere Kommunikation über ein öffentliches Medium.